Wie ist denn da der Flo, ne? Ja. Boah, es wird so lustig aussehen in dem Video mit diesem langgezogenen Kopf, der war bestimmt einen Meter lang. Total bescheuert. Hat jemand von euch noch mein GPS und meine Axt und. Ja, wir haben versucht, die in den Hubschrauber reinzutun, weil da noch Platz drin war, aber die sind einfach verschwunden, die Sachen. Okay, klasse. Ach, scheiß Daisy, Mann. Ja. Rastet denn da vollkommen aus? Hallo, nicht dass du gleich wieder von einem Player gekillt wirst. Ist es halt so. Aber es ist immer der Flo, ne? Boah, jetzt... Oh, jemand schießt wieder auf mich, ja? Nee, das war safe, keine Sorge. Jetzt liegt hier immer noch ein Tank, obwohl ich eben eindeutig. Ihr habt mein GPS nicht gelootet, oh Mann, ey. Ja, haben wir ja, aber es war versucht in den Hubschrauber reinzutun und dann war es weg. Der Hubschrauber hat einfach so ultra den Bug. Sieht mal, wer den Zombie hinterm Flo, ich mach schon. Aber ich kann den Tank auch nicht aufnehmen hier. Oh, take fuel can tank parts. Irgendwas? Hat noch jemand ein bisschen Platz? Nee, wir haben alle keinen Platz. Wir müssen jetzt dringend zum Lager zurück. Dann fliegen wir vielleicht nochmal hier hin. Dann können wir vielleicht sagen wir was Neues gespawnt. Wir haben ja den Turm ausgenommen, den Tower ausgenommen. Obwohl ich würde eigentlich fast sagen, wir machen Platz jetzt und fliegen direkt zu den Zelten, oder? Ja, wir machen Platz und fliegen dann zu den Zelten, aber wir müssen vorher echt zum Lager hier, das geht ja, nicht. Ja, definitiv. Flo, wo rennst du wieder hin? Wo ist der Hubschrauber jetzt? Ah, ich blute. Wo ist der Hubschrauber? Der ist auf dem Airfield, ich mach dir eine Markierung. Ah, ich sehe ihn. Ich muss mich gerade kurz, Oh, da habt ihr Sandpacks dabei, Minipacks? Ja, wir haben alles dabei. Ja. Mach mich mal kurz. Guck mal, ich hab schon mal gleich zwei Colas gefunden hier. Bleib stehen. Ja, sollten wir nicht vielleicht zuerst in die Safe Zone reingehen? Ah, sind wir. Gut. Gut. Wasserflasche gefunden. Danke. Ja, super. Bitteschön. Ist zwar leer, aber egal. Na, nimm mit. Dann haben wir vier. Jetzt brauchen wir noch eine, dann hat jeder eine. Mhm. Ob ich den Zombie da hinten killen kann. Der ist jetzt schon weg, schade. Das ist aber auch kacke, dass der Heli immer so schnell voll ist hier, ey. Ja, wir brauchen dringend den Mii wieder. Den müssen wir auf jeden Fall gleich kaputt machen bei uns. Alles klar bei dir, Flo? Ja, ja. Ich hab dir die zwei Magazine in den Heli getan, ne? Philipp. Von was? Für deine M9. Ah ja, geil, danke. War da noch Platz drin im Heli? Ja, noch ist Platz drin. Die 17 Munition ist da nicht drin, ne? Ja, irgendwer hat meine G17 auch geklaut. Die hab ich in meinem Rucksack gehabt. Und der Rucksack ist ja jetzt... Vier Dinger. Ja, der ist in deinem Rucksack drin. Ne, mein Rucksack ist leer. Hä? War leer. Ich hab die G17 in deinen Rucksack reingetan, bevor ich ihn gedroppt habe. Das also war ich habe meine G17 eben im Sascha zusammengefunden. Ja, das war aber genauso wie das letzte Mal, da war meine G17 auch weg, wo ihr mich gelootet habt. Ohne Mist, die ist immer weg, die Secondary. Ich hab aber keine wir Ahnung haben ja, wir haben noch eine 1911 zu Hause und eine Makarov. Ja, schon. Ja, Revolver geht auch. Also, ja, Revolver haben wir auf jeden Fall auch. Munition ist da. Habe ich eben noch weggepackt für meine G17 stattdessen. Wir haben auch im Moral haben wir HC-Geschosse für das Ding, ne? Also. Ja, alles mögliche. Kannst richtig ausrasten. Dann können später. Wir die Mii versuchen, mal in die Luft zu jagen, ne? Ja, machen wir. Übrigens habe ich mal überlegt, wenn wir eh immer wieder neue Munition kriegen nach dem Server-Restart, finde ich, sollten wir von... Hallo Sven. Übrigens sollten wir dann einfach mit unseren Hubschrauber-MGs mal 50 Schuss einfach auf den Mii setzen. Irgendwann geht der in die Luft, das dauert halt nur. Wenn wir halt nach jedem Server-Restart nur 50 Schuss verbrauchen, ist das doch vollkommen legitim. Auf jeden Fall, ne, wir können das Ding auch leer machen, darauf musst du ja nicht ran an den IMGs. Also meistens trotzdem wir sehr ja eh mit unseren normalen Knarren weg, die Zombies. Ja. Ich hab gesehen, was hier vorhin los war, wo wir noch voll munitioniert waren. Gelandet und dann ging es nur noch um die Bombs. Ja. Ja, ich habe bestimmt
30 Zombies getötet mit dem Ding. Ja, ich habe auch 100 Schuss weggemacht. Ich habe 2 G17 Magazine gebraucht und jetzt mittlerweile mein zweites Standard. Wo haben wir denn jetzt das neue Lager? Pass auf, und zwar bei, ich sag dir die Koordinate, zoom mal rein. Ich bin noch nicht drin. Was war das denn jetzt? 001 und ein paar 90, ne? Oh, take can. Take bandage. Ihr müsst die Zombies auch looten, die ja vor euch liegen. Ne, ne, ne. Ja, wir sind gerade... Ah, hier muss das immer sein. Genau. Und zwar auf, Also bist du in der Map, Sam? Ne, ne, ne. Sag einfach. Senkrecht 91. Sag mal irgendwie einen Punkt, wo man sich irgendwie orientieren 002. Kann. Das ist nördlich vom Pobeda-See da. Das ist dieser See, das führt so eine Straße hin, das ist auch dieser Staudamm. Und noch relativ so ein Kilometer dahinter. Das ist, und zwar siehst du über dem See der letzte Zipfel grün, da sind wir ungefähr. Da ist unser Camp. Da sind wir jetzt noch nicht, aber... Weil der Ronk, der war heute Morgen oder heute Mittag nämlich an unserem Camp dran. Hat er Sachen geklaut? Nee, der hat, wollte gucken, ob wir sein Zeug haben. Kann ich hier noch irgendwas aufnehmen? Mein Rucksack okay, ist voll. Da hinten auf dem anderen Hof, ne? Ja. Da liegt eine Engine, ein Motor. Ja, den können wir halt nicht mitnehmen, das ist das Problem. Ja, ja. Wir haben halt keinen Platz mehr. Ich habe kein Dings mehr, also ich kann nicht sehen, wie kaputt das Ding noch ist. Also du hast keine Toolbox, ne? Ja, ich hab keine. Wir finden gleich bestimmt noch richtig geile Sachen, wo wir dann vor der Entscheidung stehen, nehmen wir es mit oder nicht. Deswegen würde ich sagen, lass uns erstmal. Läuft da noch wer anders über den Hof gerade von uns? Nee. Ich meine, ich hätte einen anderen Player gesehen gerade. Aber ich bin mir nicht sicher. Nee, da läuft nichts. Ich war's doch nur der Zombie, aber ich weiß nicht. Zombie. Ja, Alter, wo bin ich denn hier? Guck auf die Map. Ach krass, ich bin am Airstrip. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ah, das war noch von der Nachtwanderung, ne? Ja, die auch irgendwie mehr oder weniger völlig schief gegangen. Naja, schief gegangen ist sie nicht. Nachdem wir wussten, wie die Lampen funktionieren. Bist du da, Flo? Ich bin da. Ja, lass mal loslegen, ne? Gehen wir den Sven abholen, oder? Das liegt ja quasi auf dem Weg, ne? Auf dem Airstrip. Kann auch jemand anders fliegen, wer will? Ja, ich kann fliegen, wenn du willst. Ja. Also, wohin fliegen wir? Zum Airstrip erst. Ich setze einen. Nee, ich mach schon. Nach vorne. Ich hab schon. Hey, okay. Cool, hier steht ein Motorrad. Ja, ja, das sind wir jetzt. Ja, da bin ich kurz schon umgebrettert, ey. So, ich geh mal ganz schnell pissen. Alles klar, bis gleich. Ja, sollen wir gucken? Ja, klar. Ja. Wieder da. Heli Crash. Der da meinst du, ne? Jo. Ja. Ab da hin. Oder waren wir da nicht eben sogar schon? Server restart. Ah ja, stimmt. Du warst seitdem nicht mehr in der Luft, ne? Denkt man, dass wir eine Feuerlinie machen und nicht wild drauf losrennen. Jetzt schießen wir uns nachher selber ab, wenn da Zombies spawnen. Da sind 20 Liter. Im Motorrad war eine Empty Jerry Can drin, ne? Echt? 20 Liter. Ja, dann pack die mal ein. Sehr gut. Ja. Und ein Standardmarkt sind wir noch drin. Da kommt der Pilot.
Mhm. Immer wieder weg zum Hubschrauber. Ja, guter Plan. Glück. Bleib doch mal stehen, du blöder Hasse. Den Piloten erschossen. Ist safe, oder? Ja. Auf dem Airstrip stehen zwei Flugzeuge. Ja, ja, Ronk und Gong sind geflogen. Ronk und Gong. Oh, wir haben Ronk und Gong. Coole Päckchen hier. Das ist Vorräte ohne Ende. Ja, scheiße, wir haben, ja eigentlich Platz, gar keinen Platz, Mann. Das Pack. Ja, sollen wir hier markieren? Ich mache hier einen Nachtpoint hin. Dann fliegen wir kurz zum. Und dann fliegen wir schnell ins Lager und dann behalten wir den Nacht. Komm, schnell, Beeilung. Ja, hier noch. Morphin, Junge, Alter. Also zuerst den Flo abholen, ne? Den Sven abholen, ne? Ja. Ja, nur der Grivaschoss ist noch mit auf dem Server. Gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir anders was kriegen, relativ gering. Zum Glück, ja. Sitzt jetzt keiner von uns an den MGs? Nee. Okay, ne? Geil, da können tatsächlich 6 Leute hier mitfliegen. Voll cool. Hast du den markiert, ja? Ja, ich hab den Waypoint drauf, ja. Du hast ja noch auf dem Airfield den Waypoint, ne? Ja. Auf dem Airstrip, meine ich. Ja, auf dem Weg. 5 Kilometer. So, erste Schweiz ist uns übrigens bestanden. Ja? Ja. Ja. Brauche ich total. Vertikal habe ich vorhin schon angefangen. Aber das ist egal. Ja, gute Sache. Ja, die werden dann eingesägt, umgeprügelt und dann siehst du von innen drinnen den Verlauf. Und ja, Einschlüsse. Nee, nicht Einschlüsse. Ob du durchgeschweißt hast. Halt die eine Kante in der Länge schmolzen. Sven? Noch 200 mm Länge passieren. Aber durchgehen. Wenn du irgendwo eine kleine Ecke nicht durch hast, kannst du das Teil nicht abgeben. 200 mm ist echt lang. 20 cm? Ja. Das ist kontinuierlich alt. Schön durchbraten. Ja, aber Sven, du willst es uns schon hören? Von unten nach oben. Wenn ihr den Schweißgerät gut eingestellt ist, dann kriegst du aber. Ja, jetzt wird's eigentlich. Naja, das kann man. Wo bist du? Hallo, unten. Hier. Es ist nicht einfach. Alter. Naja, mach auch doch aber an. Der Name fliegen. Was? Ja, der Philipp fliegt, nicht der fliegt mit dem Joystick. Naja, ich merk schon. Ja. Was kannst du denn? Das wäre mit seinem Ghillie-Suit. One need. Und tschüss. Peter! Boah, ich dachte gerade, jetzt kommst du nochmal an. Nee, warte. Der Sven hat geschossen. Du lässt mir kurz einen Nuff-Point zum Lager, ne? Ja. Null, was? Null, 9, ja, ah, ich hab's schon. See, Alter. Ich hab's schon. Das ist der letzte Zipfel nördlich vom See. 002, ich will wieder die Carmo-Clothing haben, die war am geilsten. Nee, ich finde die GDQ geil. Das ist echt so. Ich bin wieder hoch. Leg dich um und kletter dich. Du legst, ja genau. Du legst den um, rennst weg und dann sieht dich keiner mehr. Genau. Das ist so scheiße, dass man dich, wenn du gestorben bist, nicht mitnehmen kann. Ja. Die ganzen Knappen, die 5 habe ich noch mitnehmen können. Sascha?
Ja. Ist das von beiden Seiten geschweißt oder von einer? Wird nur von einer gemacht. Ah, okay. Das kannst du ja die andere Seite nicht sehen. Ja, gesprochen. Wenn ich da, da habe ich ein Teil, habe ich heute abgegeben. Ich gucke, dass ich morgen die beide hinkriege. Und dann wird die Naht nicht von mir gar nicht geschweißt. Das wird richtig tricky. Hey, hier würde ich jetzt besser im Auto Hover landen. Oh, hier ist ja voll schief. Oder? Ah, ja, Quatsch aber. Ja, du musst halt, wie glaube ich, gucken, dass. Ein bisschen nach links, glaube ich, oder nee, passt. Der rutscht so, du musst den glaube ich ein bisschen schräg stellen. Nee, warte. Nach links drehen. Ja. Oh, aber die Urals kann man auch relativ leicht sehen, ne? Nee, eigentlich nicht, weil Also wenn das mal nicht eine perfekte Landung war, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber gut, der rutscht auch nicht, oder? Nee, nee. Nee, der rutscht eher sogar nach vorne gerade noch. Ja, weil er nach Schubfahrt warte. Naja, nee, lass den einfach. Läuft. Der rutscht so. Den Berg hoch, das sieht auch so scheiße aus. Ja. Wer holt den Ural? Den lassen wir, einfach hier stehen, Peter. Soll ich in die Jerrycan reintun? In den Hubschrauber gleich. Ja, genau. Nehmen wir das aus dem Hubschrauber raus und packt die Jerrycan da rein. Ich bräuchte einen Rucksack. Jetzt haben wir hier noch einen Rucksack im Ural. Ja, wunderbar. Patrol Pack. Oh, der Heli rutscht. Ja? Ja. Warte, dann setze ich den kurz um. Tatsache, der rutscht nach hinten. Oh, setz den mal hier an diese Tanne. Guck mal da, wo ich jetzt stehe. Pass auf, da bin ich eben auch gelandet. Naja, machst hier. Du schon? Wer setzt den jetzt um? Ja, ja. Nee, lass mal nicht den Sven fliegen, bitte. Ja, obwohl doch, lass den Sven fliegen. Egal, mach das schon. Da, wo ich stehe, musst du landen. Wenn du eine Heli hier crasht, dann sind wir hier am Arsch der Welt mit drei. So. Mit nur einem vollgetankten Ural. Der Autohaber ist, glaube ich, an, ne, Sven? Hab ich. Aus, mein ich. Nee, der ist immer an, wenn man einsteigt. So, jetzt ist das Auto aber an. Okay, gut. So, wo soll ich den hinsetzen? Hier, bei mir. Hier. Rechts von dir. Da, wo ich stehe. Also, seh dich nicht. Rechts. Ach, da hinten am Berg, oder was? Ja, ja, genau. Da ist der Platz für den Heli, weil hier ist es relativ eben. Da rutscht der nicht. Naja, muss ich irgendwas scheißen. Ich geh nochmal ein Stück zurück, dann hast du mehr Platz. So, ist okay, ne? Ja, ich würde mal ein Stück vor, wenn es geht. Ah, ich hab deine Uhr, unter GPS. Ja, jetzt. Okay. Ich hab keine Ahnung, warum das auf einmal wieder da ist. Langsam, war Sven, eben weg. Langsam? Ja, ja, ja. Pack's irgendwo in Dings rein, in ein Ural. So geht, ne? Mhm. Ist aber auch schräg. Ja, aber hier rutscht GPS. Er komischerweise nicht. Ich nehme mir einfach wieder das dicke Maschinengewehr, das finde ich irgendwie besser. Das mit dem Red Dot? Ja, ja. Ja, das ist auch wieder hier drin, weil der Sascha hat sich jetzt für die M4 mit dem Granatwerfer entschieden. Die haben wir nämlich eben gefunden, richtig nice. Da suche ich mir jetzt gerade die HE-Bundchen, da sind sie. Oh, ein Hammer. Packt sich jemand die Antibiotics ein? Oder soll ich das machen? Ich habe ein Antibiotik. Ich nehme mal zwei Morphin. Ich hab noch zwei Bloodpacks, die pack ich auch mal hier rein. Wir haben schon 17 ja. Bloodpacks hier. Ja, wir haben so viel Bloodpacks plus die im Inventar, also wir haben doch. Weißt du, ich bin so blöd. Sag eben noch, ich hatte doch eben die 17 Magazine gefunden, waren die einfach alle in meinem Rucksack. Halt broken. So ist es. Den Heli mal aufladen. Wo habt ihr denn jetzt hingesetzt? Da hinten. Ja, ich fahre jetzt an Ural hin. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ist mir jetzt Latte. Ich bin jetzt schon wieder meine N9. Ich hab ja zwei Antibiotika. Aber du hättest mich fast platt gefahren, Peter. Ich bin gerade gefahren. Wenn du mich vor mir gesessen hast, hätte ich dich nicht platt fahren.
Wir sind voll die Bunkerschweine, ey. Ja, ohne Mist. Wir haben so viel Zeug. Ja, ist doch, wir sind richtig krass unterwegs, eigentlich. Ja. Wir hatten jetzt noch eine Toolbox. Ich hab eine. Ich hab auch noch eine. Pack die einfach mal kurz in Ural rein, kriegst du direkt wieder eine. Du kannst sie auch gerne haben. Ja. Weil mit meinem Scrollrad, das ist eh immer ultra hässlich, wenn ich da überhaupt mal geguckt habe, was da alles kaputt ist. Dann pack die hier rein. Ist hier im vorderen Ural. Hier, der hier bei mir steht. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ein Hubschrauber. Die Jerrycan, die leere, bleibt hier neben dem Hubschrauber? Ja, ja, die lassen wir drin. Die machen wir gleich voll, die brauchen wir ja noch. Dann ist bis auf noch drei Gewehre, zwei Gewehre, ist jetzt nichts mehr drin. Auch noch unbedingt die Mie wieder, ja. Der Platz. Ja, der Werkzeugkoffer lege ich auch wieder rein. Alles klar, ich brauche dringend einen größeren Rucksack. Sven, du hast gar keinen Rucksack an, ne? Den siehst du nicht, ich habe einen großen Rucksack. Ich habe ein Assault Pack. So, ich habe hier ein Standard-Magazin gedroppt, da sind nur noch zwei Schüsse drin, die kriege ich nicht weg. Du kannst die kombinieren. Naja, habe ich gemacht, 10 Mal schon, und das macht nicht so, wie ich will. Und bevor ich nachher nur noch ein Magazin habe und denke, das ist voll, weißt du? Du siehst an diesen grünen Strichen, wie voll das ist. Ja, ja, ich weiß. Habe ich doch gesehen, aber es bringt mir nichts. So, Engine hat noch 95%, die Gläser haben jeweils so 80, zwischen 80 und der Hauptmotor hat nur noch... Vorsicht da, wer steht da am Baum? Ne, ich stehe am Baum, das ist alles gut. Ja. Aber ne, ich lauf lieber weg, bevor du irgendwas platt machst. So, was machen wir jetzt? Ist geil, ne, Sven? Ja. Aber ich hatte ja auch schon mal. Ja, mit der habe ich jetzt auch 2 oder 3 Tage gespielt, jetzt wollte ich was Neues haben. Finde ich cool einfach. Ja, dieses geile 100 Schuss hier. Ach ne, die hatte ich gar nicht letztes Mal, oder? Hatte ich nicht letztes Mal eine andere? Weiß es nicht. Oder du hast die andere mit dem normalen Visierung, aber 200 Schuss gehabt. So, weiß, fliegen wir zur Abschlussstelle? Das kann auch sein. Ich weiß, ja, machen wir, oder? Ja. Aber ich liebe diese Waffe, die ist cool. Ja, die hast du den, du hast einen Nachtfreund, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt 3 Tage mitgezockt, die ist toll. Ich wollte mir nur noch was zu fressen schnell holen. So brauche ich eigentlich nicht finden, obwohl doch eins nicht mehr mit. Ja, wir fliegen jetzt. Ich krieg gar nichts mit gerade. Wenn es ist immer so ein bisschen der Nachzügler. Dann fällt immer auf letzte Minute noch einer, der noch aufs Klo muss. So, das stimmt tatsächlich. Bin unterwegs! Ich eile. Peter, lass mich hier rein. Eigentlich müsstest du der Erste sein, der drin sitzt, weil du mit dem Bausrad immer am längsten brauchst. Wohin? Achso, warte. Nachfront ja noch gesetzt. Moment, ich muss mal gerade raus. Noch ein bisschen nach rechts. Ja, so ist gut. Geradeaus jetzt einfach nur. Stur geradeaus. 5000 Meter. Kann ich gut. Ey, das ist geil. Die hat eine Taschenlampe dran. Kleine Taschenlampe brennt. Ja, die nice. Brennt die ganze Zeit. Ja, das ist auch cool. Dann haben beide Waffen an Nacht. Den Zombie ist auf einmal weg. Mal wieder ein bisschen nach rechts. Weiter. Wie gehen wir denn hin? Zur Abschussstelle, die wir auf dem Weg hier gefunden haben. Da waren Paketen, ganz viele Bloodpacks und so. Die Bloodpacks habe ich schon rausgeholt. Also. Ja, so geradeaus fliegen ist gut. Ja, mit Food Transfusion müssen wir nicht sparen. Ja, das ist ziemlich gut. Mittlerweile haben wir echt einiges. Antibiotika wir haben mittlerweile 20 oder 30 Bloodpacks, ja. Wir sind eigentlich immer recht gut ausgerüstet, wenn wir unterwegs sind. Ja. Wie viel Meter noch ungefähr?
Noch 1 Kilometer. Ich müsste jetzt hier hinter der Waldgruppe kommen direkt. Da ist, siehst du es schon, ne? Ja. Schreibt der Typ da unten. Wir können den Ural looten, wenn wir was brauchen. Wollen wir da nicht direkt weiterfliegen? Boah, 10 Bandagen, Alter! 10 Bandagen, nee. Junge! Ich hab Night Vision, du willst. Nee. Aber. Doch, gerade gefunden. Edel. Die lagen so richtig hart im Gras. Wie viel Scheiße hier wieder in der Kiste drin ist. Was? Ravi, hier ist ein DNR-Magazin. Ich stoße in meinen Rucksack. Ja, nice, danke. Rausnehmen gleich. Was ist das? Bei Heatpacks. Für Scharfschützen. Die lassen wir hier, oder? Die nehmen nur Platz weg. Oder was meint ihr dazu? Ja. Was denn? E-Packs nehmen noch Platz weg. Ja, die lassen wir auch da. So, Morphin, da haben wir auch 3 Millionen schon, also. Wo ist das DMR-Magazin? Bei dir im Rucksack, ne? Das ist bei mir im Rucksack. Ich stehe hier. Packst gleich einfach einen Heli rein und dann nehme ich es noch raus. Ja, nimm doch einfach in meinen Rucksack. Ich bin doch hier direkt vor dir. Was bist du? Ja, ich bin das. Hier mit dem Dreier-Rucksack hinten drauf. Direkt an der Kiste stehe ich gerade. Da dein Night Vision drin? Achso, die M240 hast du ja rausgenommen, Sven, ne? Ja, die habe ich außerdem reingezogen. Die Epipens lassen wir hier, oder? Ja. Ich hab die Morphine jetzt noch rausgenommen, die drei. Hast du, Ravi? Ja. Hier liegt auch noch dreimal Morphin. Nehme ich auch noch mit. Ey, dann kannst du, können bald eine ganze Herde wiederbeleben. Wir können halt einfach nicht mehr sterben. Nee, wirklich. Worauf wird da geschossen? Ja, der Stoff ist nur. Wenn man sich aus Langeweile mal ein Morphin geben. Ach scheiße, da muss jemand anders looten, da ist jetzt kein Hunting Knife. Ich hab glaube ich eins. Ich hab ein Hunting Knife. Da, meine Richtung da. Ich sehe dich gerade nicht. Oh mein Gott, erfahren. Obwohl, geht jemand anders, ich muss sowieso meine Sachen noch ausleeren. Hier, so ein Spaß hier, der rumlabert die ganze Zeit, Alter. Für einen Auto-Injector. Wie viel Platz ist noch im Heli? 5 Stück. Nicht mehr viel. Oh, der doch. 7. 8 Plätze. Ich tue aber mal meine Bandagen da rein aus meinem Rucksack, weil ich habe sonst 8 Bandagen. Das ist ein bisschen viel. Ja, aber. Meinst du es nur oder fährt da ein Auto? Meine ich nur. Ich glaube, wir müssen wieder zum Lager noch mal ein bisschen ausleeren. Wir brauchen den scheiß Mii-Meter. Den haben wir übrigens gar nicht kaputt gemacht. Aber machen wir später. Was schießt du da? Zombies. Okay. Wo hast du nur die Kuh erschossen, Flo? Dann kann ich die mal... Diese Richtung, guck mal. Von meiner Richtung, da so lang, diese Richtung. Ach, ich sehe sie, glaube ich, ja. Wohin fliegen wir jetzt? Wir warten noch, bis der Dings die Kuh ausgenommen hat. Ich hätte gesagt, zum Airfield, weil das ist ja hier direkt um die Ecke. Ja, können wir machen. Wir können auch die Zelte looten beim Stradi, das ist auch relativ schnell. Ja, das wäre ich, ja. Das wär Waypoint habe ich mir schon gesetzt. Ich höre einen Zombie. Ein Stück Fleisch ist hier noch. Wo bist du denn, Peter? Da bei der Kuh, da ist noch ein Stück Fleisch drin. Müssen wir noch herholen, bitte.
Der Ronk und seine Hilfsbereitschaft, das wird ihm irgendwann noch... schon wieder voll. Ich weiß. Aber ja, aber haben wir jetzt auch viel gefunden, ne? Ja, nochmal kurz zurück zum Lager, oder was? Ja, müssen wir. Der ist voll.